Moin Moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Tilden Zorch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gehen wir mal in den Bereich der wieder SL-Tipps, allerdings teils auch Spielertipps, und zwar die Selbstevaluation. Selbstevaluation, das klingt jetzt sehr, naja, groß, es klingt sehr, nun ja, corporate, aber es ist etwas, was man tatsächlich sehr gut tun kann, sowohl als Spielleiter als auch als Spieler, um das eigene Spiel zu verbessern und zu gucken, wie ist was gelaufen und um sich selber auch eine Benchline zu setzen, wie man entsprechend arbeiten kann. Wie machen wir das? Wir leiten unsere Session oder haben an unserer Session als Spieler teilgenommen und danach setzen wir uns hin, schnappen uns einen Zettel und einen Stift, also einen Block oder sowas oder im Zweifel auch ein Textfeld und als erstes gucken wir uns die Plusseite an. Also wir schreiben uns auf, was hat uns gut gefallen, was hat super geklappt. Denn egal wie mies die Session gewesen sein mag, es ist immer irgendwas Gutes passiert. Irgendetwas Gutes findet sich immer. Und wenn nicht, müssen wir da eh ganz, ganz genau mal drauf gucken. Genau, das heißt, wir gucken drauf, was genau ist passiert, was hat sehr, sehr gut funktioniert. Und gerade diese Punkte streichen wir uns direkt an, was sehr gut funktioniert, damit wir wissen, jo, das klappt sehr gut, das kommt in unseren Werkzeugkasten, das nutzen wir häufiger, das können wir noch verfeinern, können wir besser mitarbeiten. Dann ist es natürlich auch schön, wir hatten irgendeinen besonderen Spielermoment, wir hatten ein tolles Zitat. Schreibt euch das auf. Denn sowohl ihr erinnert euch daran positiv, als auch wahrscheinlich später die Spieler, wenn ihr es noch einmal einflechten lasst, wenn ihr es nochmal nutzt. Ist eine schöne Sache der Reminiszenz und gibt euch selber auch einen positiven Vibe dabei, weil ihr euch mit diesem Satz dann halt auch wieder daran erinnert. In dem Moment, wenn ihr das macht, kümmert euch nicht um Grammatik, kümmert euch nicht um Rechtschreibung oder Format. 5 Minuten. Einmal runterschreiben, was war geil, was war wirklich cool, welche besonderen Spielermomente waren da, welcher Spieler hat euch besonders überrascht, wen könnte man wirklich loben dafür? Aufschreiben. Röms. Danach haben wir die Negativseite, das Minus. Auch hier setzt euch wieder grob 5 Minuten Zeit. Schreibt euch all das rauf, was nicht funktioniert hat. Also was genau, wo genau hat es gehakt? Was sind die Punkte, wo es Reibereien gab? Hat irgendwie ein Programm nicht richtig funktioniert? Fehlten euch Stats? Hat irgendein Teil der Vorbereitung gefehlt? Oder bekam man bestimmte Elemente nicht richtig rübergebracht? Fehlte der Flow in der Session? Einmal alles runterschreiben. Das ist recht wichtig, weil das ja Sachen sind, die euch selber gestört haben, die für euch nicht funktioniert haben. Und das ist dann der Punkt, wo man dann noch ansetzen kann, um zu gucken, okay, wie kriege ich das besser hin? Aber auch hier 5 Minuten lang runterschreiben, einfach aufschreiben, was genau ist passiert. Eventuell auch, wenn jemand Kritik geäußert hat, schreibt euch diesen Satz der Kritik mit dazu. Wenn wir das Ganze dann durchhaben, 5 Minuten, einmal Buch zuklappen, um den Schreibtisch laufen, durchatmen. Danach geht's ans Delta. Das Delta, also was wollen wir anders machen? Denn wenn wir sehen, dass irgendetwas cool läuft, wunderbar, ab in den Werkzeugkasten. Wenn etwas mies läuft, woran lag es? Was können wir das nächste Mal anders machen, um diese Herausforderung zu minimieren? Dass das halt nicht nochmal passiert. Welche Wege gibt es dafür? Sucht euch 1, 2 heraus dafür und setzt das bei der nächsten Session um. Und danach springen wir wieder zurück. Pupp, wir wollen diese ganze Evaluation nochmal machen. Aber wenn ihr so ein Delta euch aufschreibt, was ihr das nächste Mal anders machen wollt, geht nicht zu groß an die Sache ran. Nehmt euch 1 bis 3 Stück, die ihr ändert. Es bringt nichts, den gesamten Spielstil umzuwerfen. Auch ihr als Spielleiter oder als Spieler könnt immer nur in kleinen Dosen euer eigenes Verhalten verändern, damit es sich auch einschleifen kann und damit ihr es auch sinnvoll testen könnt. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel dabei tatsächlich, welches ich letztens für eine meiner Gruppen tatsächlich gemacht habe, für eine meiner Shadowrun-Runden. Auf der Plusseite habe ich festgestellt, jo, wir haben wieder gespielt, das war klasse, wir hatten schönes Character-Play ein bisschen. Wir haben eine wunderschöne
sehr spannende Szene gehabt. Wir haben, naja, wirkliche Bizeps-Eichhörnchen-Geister auftreten lassen, die primär die einen Großteil der Arbeit für das Team gemacht haben. Haben sie natürlich wunderbar vorbereitet. Richtig schön. War toll. Hat mir Spaß gemacht. Was davon kann ich wieder einsetzen? So leicht überzeichnete Geistercharaktere. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Also wirklich diese Bodybuilder-Eichhörnchen-Geister als Beispiel. Also ein bisschen tiefer ins Detail gehen bei der Beschreibung von Geistern. Hat bei mir sehr gut funktioniert. Brachte an der Stelle die nötige Aufmerksamkeit in die Szene. Und brachte an der Stelle auch ein gewisses Maß an Humor noch mit rein und ein bisschen gerade in Interaktion, weil die halt gespannt darauf waren, was machen diese Eichhörnchen jetzt, diese Eichhörnchengeister. Ja, hat cool funktioniert. Was hat weniger cool funktioniert? Naja, erster Punkt. Wir haben viel zu lange nicht gespielt. Viel zu lange nicht gespielt, was waren irgendwie 2,5 Monate oder so. Und der ganze Rhythmus ist viel zu auseinandergezogen. Das heißt, dass meine Spieler sich kaum an irgendwas richtig erinnert haben. Meine Spieler führen schlecht Buch, leider Gottes, an der Stelle. Das ist sehr schlecht. Und das sorgt natürlich dafür, dass der Sprung zurück ins Spiel sehr schwierig ist. Es verlängert die, ich sage mal, Socializing-Phase am Anfang. Wenn man sich ewig nicht gesehen hat, dann hat man sich viel zu erzählen. Und das reduziert natürlich die Playtime. Das reduziert dann aber auch gleichzeitig die Immersion der Spielercharaktere in das Spiel. Daran muss ich ansetzen, das weiß ich. Genauso der Regelaspekt. Manche Regeln scheinen unklar zu sein. Gerade, ich hatte mir dort das tatsächlich aufgeschrieben für einen Bereich der Rigger-Regeln und für einen kleinen Bereich der Geisterregeln, wie Geister sich verhalten. Aufgeschrieben. Wunderbar. Was mir noch negativ aufgefallen, naja, der eigentliche Auftrag, den sie bekommen haben, war halt jetzt schon ungefähr ein halbes Jahr her. Also, Und ich habe mich dann am Ende gewundert, ja Mensch, warum haben die jetzt gegen den Auftrag verstoßen? Warum haben sie den nicht so durchgeführt? Und dann am Ende noch der Punkt, dass sie ihren eigenen Auftrag stark hinterfragt haben. Richtig stark hinterfragt. Okay, was habe ich da falsch gemacht? Gute Frage. Aber gut, das haben wir jetzt erstmal nur im Minusbereich. Und jetzt gehen wir ins Delta. Beim Delta habe ich mir jetzt überlegt, Mensch, meine Spieler machen dieses Recap nicht vernünftig, machen keine vernünftige Aufzeichnung. Ich habe von denen keine Spielberichte oder sowas gesehen. Also mache ich das. Ich habe denen ein Dokument erstellt, in welchem nochmal die wichtigsten NSCs, die wichtigsten Locations von dem aktuellen Abenteuerpfad halt entsprechend immer drin sind, habe denen das zur Verfügung gestellt und habe für mich jetzt selber eine Kurzzusammenfassung nochmal geschrieben von dem Spielabend, sodass am Anfang jedes Spielabends diese Kurzzusammenfassung nochmal vorgelesen werden kann, um nochmal einen Recap zu bringen, was gab es bei der letzten Session. Das möchte ich noch erweitern, dass man sozusagen noch immer einen Rücksprung hat auf den Beginn der Folge, also wo der Job halt ausgegeben wird, dass man vielleicht nochmal den Auftrag in Erinnerung ruft. Grob dann hat zusammenfasst, was in den vorherigen Episoden passiert ist, damit man dann besser einsteigen kann. Genauso würde ich gerne mehr Hooks in die Charaktere einbringen, also mehr Plotpunkte, dass ich die Spieler und die Spielercharaktere besser packen kann. Das steht aber bei mir auf dem langfristigen Delta an der Stelle. Ja, und wenn wir das Ganze dann so fertig haben und uns das überlegt haben, dann springen wir in die nächste Session und versuchen das umzusetzen. Ich hatte ja bereits gesagt, das geht für Spielleiter wie auch für Spieler. Denn auch der Spieler kann ja nach der Session sagen, jo, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, was will ich zum nächsten Mal ändern. Das kann so banal sein wie, ja, mein Charakter hat da und da sehr gut gewürfelt, ich habe das und das wunderbar gemacht, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oder auf der Minusseite sowas wie, ich habe eindeutig viel zu wenig Würfel bei Fertigkeit X. Oder der Plotstrang an der Stelle ist mir nicht klar geworden. Und dann kann man sich halt auch als Spieler ein Delta setzen, was ändere ich beim nächsten Mal.
Ich frage die anderen Spieler, wie dieser Plotstrang sich eigentlich entwickelt, also die anderen Charaktere. Involviere mich also weiter im Spiel. Genauso könnte man sagen, ja gut, ich habe zu wenig Würfel, cool. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Ich recherchiere einfach mal, welche Möglichkeiten ich habe, um meine Würfelanzahl zu verbessern. Sei es jetzt Fertigkeit steigern, Attribute steigern, irgendwelche Fuki nutzen, verankerte Zauber. Es gibt ja 30 Varianten dafür. Und so kann man sich selber reevaluieren, auch seine eigenen Ziele ein bisschen mit festlegen, wenn man sagt, ja Mensch, ich habe darin zu wenig, das will ich mehr. Schönes Ziel für den Charakteraufbau. Ja, und dann kann man so sein eigenes Spiel messen, überprüfen und verbessern. Ja, das soweit dazu. Die Idee von diesem SL-Tipp kommt von John Form. Ich abonniere ja seinen wirklich, wirklich guten Spieltipps-Kanal. Den fand ich tatsächlich so gut, den musste ich mir mal in Deutsch vorstellen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Hinterlasst gerne ein Däumchen, kommentiert, abonniert unter dem Video, kommt auf unseren Discord, Link ist in der Videobeschreibung und natürlich, ja, ihr dürft uns auch gerne bei Patreon unterstützen, Link ist ebenfalls im Linktree. Ich bedanke mich und wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und ja, wir sehen uns am Spieltisch. Ciao, ciao.